Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Elftes und letztes Teil. Die Basis Demokratische Räterepublik. Norbert Nelte. Internationale Sozialisten. Aber vorher noch einige Worte zum Kapitalismus. Die Profitrate war schon in den 1990er Jahren unter den Finanzmarktzinssatz gefallen. Die großen Konzerne hatten 90% ihrer Gewinne mit ihrem Aktienpaket aus Rohstoffaktien, Bankaktien, Aktien aus Billiglohnländern und so weiter generiert. Inzwischen sind auch die Rohstoffmärkte und die Schwellenländer unten angekommen. Heute mögen das vielleicht nur 5% sein. Der überwiegende Rest sind außerordentliche, in Klammern außerbetriebliche, Gewinne des Finanzmarktes. Nur fiktive Papiere wie Staatsanleihen, Firmenanleihen, Fondsanteile von stillen Fonds bei Banken oder Derivate. Die Gewinne aus der Produktion von Waren wurden spätestens seit 2008 ersetzt durch die fiktiven Gewinne der fiktiven Papiere als Ware. Es gibt keine neuen Märkte mehr für die produzierten Waren. Deshalb hat man ein neues Produkt kreiert, um den inneren Markt zu vergrößern. Die Versprechen auf die Zukunft, die nicht mehr realisiert werden können. Die Bankverkäufer müssen also geniale Märchenerzähler sein. Vergleiche Norbert Renkler über die fundamentalen Ursachen der Wirtschaftskrise. Video, Link 1, bei 20,0 Minuten. Die Schulden werden mit fiktiven Werten verbürgt und gehebelt, verbrieft und verschachert und landen letztlich als Bettelbrief beim Steuerzahler. China produziert inzwischen fast alle Sachwerte für die USA. Dafür verkaufen die USA neben Altpapier und Alteisen auch Staatsanleihen mit fiktiven Werten. Genauso auch mit Europa. Innerhalb von Europa ist es Deutschland, das die Sachwerte liefert und die anderen Staaten dafür die verbrieften Versprechungen. Die Autos werden aber nur noch mit riesen Rabatten exportiert, praktisch verschenkt. Der Steuerzahler zahlt ja sowieso die Verluste. Und die EZB mit ihren Anleihen. Die Staatsanleihen der Welt sind ein Luftsack, der immer größer wird. Und damit wird auch noch gehandelt. Luftsack gegen Luftsack. Da werden lauter Luftsäcke in einem Paket zusammengezaubert mit Schleifchen drumherum. Das nennt man dann verbriefte Derivate. Was denkst du, was das für einen lauten Knall geben wird, wenn die alle platzen? Zweitens, die Alternative, die Räterepublik. Die Chancen für ein alternatives, globales, basisdemokratisches Wirtschaftssystem steht eigentlich ganz gut. Wir haben schon 16 Ländern die Anfänge für dieses basisdemokratische Wirtschaftssystem und genügend Länder, die schon vor einer Revolution stehen. Vielleicht schon in 2020. Siehe, die Selbstverwaltung ist nicht mehr zurückzudrängen. Link 2. Kapitalismus geht, Betriebe ohne Boss kommen. Link 3. Selbstverwaltete Betriebe, Link 4 und Ausnahmezustand in Frankreich. Ein Land vor der Eskalation. Video, Link 5.
Jetzt werden viele Leser denken, Elfe, da kommt doch wieder so etwas heraus, wie das DDR-Gefängnissystem. Nein, ganz bestimmt nicht. In Russland hatte Stalin 1924 bis 1936 eine schleichende Konterrevolution durchgeführt und 1928 das Arbeiterräteparlament abgeschafft. Es gab nur eine Arbeiterklasse von 2,5% der Gesamtbevölkerung. 80% waren Bauern, wie in Afghanistan. Aber das objektive Interesse der Bauern als Kleinbürger ist individuell. Nur das der Lohnabhängigen ist international. Das waren absolut zu wenig, um gegen den Verrat zu kämpfen. Wir haben jetzt aber in den Industriegesellschaften eine Arbeiterklasse von 85%, was automatisch kommen wird, dass dann, wenn bei den Bürgerlichen das Geld knapper wird und sie die Betriebe schließen, dass dann die Kollegen in den Betrieben die Betriebe besetzen werden. Und das ist bereits in vielen Ländern geschehen und auch schon inzwischen legalisiert. Also wir reden nicht über meinen persönlichen Vorschlag, sondern das, was sich bereits in 16 Ländern durchgesetzt hat und automatisch weiter durchsetzen wird. Die 367 Betriebe in Argentinien haben bereits eine Koordination gewählt mit drei klaren Grundsätzen, wie sie immer bei allen Streikräten in der ganzen Welt gefällt werden. Immer. Erstens, der Rat ist an den Beschlüssen der Basis gebunden. Imperatives Mandat heißt es. Zweitens, jederzeitige Abwählbarkeit. Und drittens, nur Facharbeiterlohn. Die Koordination der 367 Betriebe in Argentinien wird immer mehr staatliche Aufgaben wie Preiskontrolle, Mietpreiskontrolle und Kündigungsschutz für die Mietwohnung und auch die Polizeiaufgaben wie Schutz der Demonstration übernehmen. Sie wird damit automatisch eine Doppelherrschaft mit dem bürgerlichen Staat eingehen und sich dann vielleicht in Arbeiterrat umbenennen. Die Rentner, Bauern und selbstständigen Rechtsanwälte haben natürlich auch die Vertreter im Arbeiterrat sitzen. An einem Punkt haben die Massen genug von den selbstherrlichen Beschlüssen des bürgerlichen Parlaments für die Reichen um die Kriegsspiele. Sie enteignen die Enteigner und übertragen die Macht auf den Arbeiterrat. Dabei spielt dann die Revolutionäre Arbeiterpartei eine wichtige Rolle, weil die Machtübernahme nicht mehr automatisch passieren wird. Was automatisch geschehen wird, ist, dass es bei den Besetzungen ein revolutionäres Bewusstsein entstehen wird und dabei sich eine revolutionäre Partei herauskristallisieren wird. Ob die Bourgeoisie dann Menschen töten wird, das bleibt ihre Entscheidung. Wir haben es jedenfalls nicht vor. Wir wissen uns aber zu verteidigen. Wir wollen ja nicht ein neues System aufbauen und gleich mit Menschenmorden anfangen. Marx hatte vor 145 Jahren genau die drei Grundsätze des Arbeiterrates, wie sie auch in der Koordination von Argentinien bestehen, in der Kommune bestanden haben, vorgeschlagen. Die Arbeiterstaaten werden sich zu einem Staat zusammenschließen, wie Lenin das schon 1922 mit allen 16
sozialistischen Staaten gemacht hat. Die Forderung der selbstverwalteten Betriebe heute nach gleichem Lohn wird dann durchgesetzt. Wenn die ganz großen Betriebe dazukommen, wird man erstmal wahrscheinlich das in gleicher Lohn für gleiche Arbeit ändern. Aber die Löhne insgesamt werden nur, wie Lenin es vorschlug, zwischen 80 und 120% variieren. Alle Patente und Copyrights im Arbeiterstaat werden frei sein und alle Gebiete werden gleichmäßig entwickelt. Alle, die ganze Welt. Die Reichen behalten wie alle Menschen ein normales Haus. Der Rest, da wird der Enteigner enteignet. Er darf selbstverständlich in seinem alten Betrieb, in der Buchhaltung oder in der Arbeitsvorbereitung arbeiten. Und dann kann er auch den Rat mitwählen. Der Couponschneider aber, der bisher nur die Coupons für die Dividende abschnitten und nicht dann eine Arbeit übernehmen, werden natürlich dann auch kein Stimmrecht im Rat haben. Und Aktiengewinne gibt es ja auch keine mehr, weil die Betriebe jetzt den Arbeitern gehören, die sie letztlich auch bezahlt haben. Wenn in den wichtigsten Industriegesellschaften alle Reichen zu den Arbeitern hinabgezogen wurden und alle großen Arbeiterstaaten der Arbeiterunion sich angeschlossen haben, treten wir in die Phase der freien Gesellschaft ein, in die die Marx Kommunismus nannte. Das Geld wird abgeschafft und der Arbeiterrat und die Parteien. Seinen Bedarf kann jedermann im Zentrallager abholen oder er bekommt es dann mit der Rohrpost nach Hause geliefert. Es gibt dann nur noch Menschen und statt Arbeiterrat nur noch Verwaltung. Ohne Profit gibt es keine Klassengegensätze mehr. Der Kreis hat sich geschlossen. Wir sind wieder bei der Basisdemokratie der Stammesgesellschaften angekommen und knüpfen nun hier bei dem Jäger- und Sammlervolk an. Die Stammesgesellschaften standen nur im Widerspruch zur Natur, weil wenn eine Dürre vorkam, gab es weniger Tiere zu essen. In der Zivilisation stand der Mensch im Widerspruch zum Menschen. In der Räterepublik wird es keine Klassenwidersprüche mehr geben. Wir haben dann das Paradies vom Himmel in Anführungszeichen wieder auf die Erde geholt, da es keine grundsätzlichen Widersprüche mehr gibt. Werden alle Veränderungen bei den Produktionskräften mit der Vernunft gelöst? Er wird die Geschichte dann voll bewusst selber machen. Die Geschichtsbücher müssen weitgehend neu geschrieben werden. Zuerst das mit der Revolution der Häuptlinge und der Männer über die frauenrechtlich basisorientierte Gesellschaft. Die überheblichen Eurozentristen hatten uns den Einfluss einer schwarzen Hochkultur auf den europäischen und den amerikanischen Kulturkreisen unterschlagen. Und das muss revidiert werden. Der hohe russische Offizier Eugen Gavrikov hat in der Antarktis drei Pyramiden 2012 gefunden, die nur von den südafrikanischen Homo sapiens sapiens geschaffen werden konnten. Nicht zuletzt wird der Einfluss der Moslems auf die Entwicklung Europas aufgezeigt werden, dass der verblödende Rassismus und die völkertrennende Kriegspropaganda verschwindet. Der menschenverachtende Imperialismus wird jetzt bei seinem Untergang noch viele Menschen mitreißen wollen. Aber die Tränen, die darüber fließen, verwandeln sich in erwartungsvolle Freude darüber,
dass der ganze Mensch neu geboren wird. Wir sehen dann unsere Welt. Jetzt wird sie ganz uns gehören. Norbert Nelte, Internationalsozialisten.